Ja, die Leute haben letztes Mal abgestimmt, ob ich meinen Vertrag auslaufen lassen soll oder ob ich ihn verlängern soll. Eine Abstimmung gibt es übrigens wieder am Ende des Videos. Also dranbleiben. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich rufe mal Jan an. Jo, ich habe mit dir letztens darüber gesprochen, was ich mit meinem Vertrag machen soll. Und ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden, dass ich den Vertrag auslaufen lassen werde. Ist natürlich schade um meine Kapitänsrolle, aber ich meine, ich denke, dass ich irgendwo anders besser aufgehoben bin. Ja, naja, du hast ja alle Möglichkeiten quasi noch offen, kannst ja vielleicht sogar auch mal ins Ausland wechseln, irgendwie eine neue Station, es da versuchen und dann, es läuft bestimmt auch. Ja, danke auf jeden Fall für deinen Zuspruch. Ich bin sehr gespannt und überlege mir natürlich noch ein bisschen was und schau mal, was die nächsten Monate so passiert. Jo, alles klar. Ciao. Ciao! Jo, hallo Boss, ich habe meine Entscheidung bezüglich des Vertrags getroffen. Ja, moin, und wie ist dir ausgefallen? Ja, also ich bin mir nicht sicher, ich werde wahrscheinlich den Vertrag nicht unterschreiben vorerst. Ich will einfach mal abwarten, was die Saison noch mit sich bringt. Das finden wir natürlich sehr schade, aber lass uns noch am Ende der Saison darüber reden. Ja, das danke für dein Verständnis, das freut mich auf jeden Fall. Habe die Ehre. Jo, mach's gut, ciao. Eine junge Mannschaft auf dem Feld, keiner der altbekannten Gesichter heute in der Startformation 1860. Münchens. Das Spiel gegen Hansa Rostock und die erste Chance gehörte den jungen Spielern. Schöner Kopfball, aber leider neben das Tor. Dann kam Hansa Rostock und die ein bisschen die reifere Spielanlage. 1 zu 0 in der 20. Spielminute. Schönes Bällchen in die Mitte. Und dann steht er plötzlich ganz blank vor dem Tor vor Hiller und kann den Ball zum 1:0 versenken. Hier sehen wir zwei Pässe auf die Außen. In der Mitte löst sich der Stürmer und Hiller kann da nicht mehr rankommen. Einfach zu gut gemacht zu diesem 1:0. Und Hansa Rostock, die wollten gleich mehr. Hier ist Rosbach. Diesmal ist Hiller zur Stelle. Wahnsinnsparade. Richtig, richtig gut. Und so langsam bäumen sich die jungen Spieler von 1860 auf. Und Lovu, der macht ein gutes Spiel, macht den Ball aber nicht rein. Danach kommt Durans, der ein bisschen lange wartet, aber trotzdem hier einen passablen Versuch auf das Tor abgibt. Und dann ist es in der 42. wieder ein Lovu mit einer guten Chance. Den kann er machen. Hansa Rostock natürlich aber auch immer noch präsent kurz vor der Halbzeit. Hier eine Wahnsinnschance. Hiller wieder zur Stelle und pariert diesen Ball. Und dann haben wir wieder ein Lovu. Immer wieder er vor dem Tor, immer wieder scheitert er. Es gibt nochmal eine Ecke, die auch wieder richtig, richtig knapp war. Leider auch die hier nicht drin. Und damit endet ein sehr furioses Spiel durch eine Szene von Hansa Rostock. Ganz, ganz knapp, ganz, ganz stark gehalten wieder von dem Torwart. 1860 lässt hier mit der jungen Mannschaft Punkte liegen. Hansa Rostock kann sich feiern. Sieg, 3 Punkte. Ein enger Spielplan bisher und die nächsten Wochen und Monate. Wie funktioniert das bei 1860 und welche Möglichkeiten haben Sie? Klar ist die Rotation eine schwere Sache. Viele junge Spieler. Jeder freut sich natürlich zu spielen. Das Niveau zu halten wird allerdings sehr schwer. Gegen Dresden, gegen Platz 1 zu spielen, die letzte Chance oben wieder anzuknüpfen? Naja, davon sind wir noch weit entfernt. Aber wir werden alles geben, müssen an uns glauben und dann wird man sehen, wie das Spiel ausgeht und was danach noch möglich ist, was danach noch passieren wird. Ganz kurz, Herr Janodopoulos, nächstes Spiel gegen Platz 1. Was müssen Sie besser machen, um zu gewinnen und noch träumen zu können? Alles. Also natürlich vor allem die Tore haben gefehlt und ich bin der Meinung, wir hätten das heute machen können.
gegen Platz 1 spielen zu dürfen, gegen Dynamo Dresden und wieder in der Tabelle anknüpfen können, um hier noch etwas zu reißen. Das hat heute 1860 geplant. Aber zuerst die Dresdner, richtig, richtig stark. Hosina mit einer guten Chance. ...1860 kriegt den Ball erst nach Umwegen weg. Und Hosina, der macht ein richtig gutes Spiel hier mit einem Pass, der in die Hände von Hiller kommt. Und dann der nächste Schuss auch von ihm. Hiller aber stark im Tor. Dann gibt es eine Ecke für Dresden und die erste Chance für 1860 München. Mike Giannodopoulos im Zusammenspiel mit Greilinger und da ist er komplett frei durch, setzt sich richtig, richtig gut durch und schiebt den Ball am Torwart vorbei. 1:0, das unverdiente Tor für 1860, das aber total wichtig ist für den kommenden Spielverlauf. 1860 mit einem tollen Konter, Schnelligkeit, Robustheit von Giannodopoulos und Co. zum 1:0. Dresden kam natürlich weiterhin in diesem Spiel, denn die hatten eine Wahnsinns-Anfangsphase gespielt. Hier belohnen sie sich endlich dafür mit dem Ausgleich. Hochverdienter Treffer für Dynamo. Den hatte gar keiner auf dem Schirm am zweiten Pfosten und er schiebt ihn rein. Aber 1860 brauchte nicht lang mit der Antwort. Lex auf Greilinger! 2:1, Spiel wieder in der eigenen Hand. Und das nur 3 Minuten nach dem Ausgleich von Dynamo Dresden, die auch in Hälfte 2 immer wieder Akzente setzen. Doch jetzt sollte eine Show kommen, eine Gala-Vorstellung von 1860 München. Das hier ist ihre Spielweise. Schnell, Schnelligkeit, Robustheit, Greilinger! Dresden wollte nicht einfach so aufgeben. Hier ist Kalt! Schöner Schuss, hebt ihn dann hier aber. Jedoch geht es immer wieder in eine Richtung, und zwar Richtung Tor von Dresden. Und da ist Klaassen eingewechselt auf Giannodopoulos. Broll im Tor, kann da nichts machen. Da kommt jetzt ein Ball nach dem anderen auf ihn eingehagelt und diesen hier kann er nicht parieren. Schöne Flanke, schöner Kopfball, sehr nahe Distanz. 3:1, die eventuelle Vorentscheidung. Das wollte sich 1860 jedoch nicht nehmen lassen. Die legen direkt nochmal nach. Steinhardt auf den Außen mit einer erneuten Flanke auf Ngonu. 4:1, Deckel drauf. Kaffee trinken angesagt. Es werden sehr, sehr viele Bälle wunderbar in den 5-Meter-Raum reingespielt. Und die können natürlich dann gut verwertet werden, sogar von dem Ersatzstürmer Ngonu. Dresden weiterhin mit Chancen. Was für ein starker Eckball, Kopfball, leider ganz, ganz knapp übers Tor. Und jetzt macht nochmal 1860 Druck. Wie schön war das? 5:1, der Deckel ist komplett drauf. Mike Giannodopoulos mit seinem Hattrick in diesem Spiel. Und Dresden geht unter. Beide Mannschaften in Hälfte 2 auf Augenhöhe. 1860 spielt das einfach konsequenter und hat mehr Glück. Und dementsprechend gewinnen sie dieses Spiel auch. Wahnsinnsergebnis, damit hätte keiner gerechnet. Und damit buxieren sie sich natürlich weiterhin auf einen Platz weiter vorne. Yes, direkt rein. Komm, jetzt treffen wir eine Scheibe, ja, mein Ordnung. Das war schick. Jetzt nicht so voll rein. Bam, Junge, genau so.
Mölders, der heutige Kapitän, denn Mike Giannoudopoulos heute vorerst auf der Bank. 1860 Form stark in die Partie gegangen und in Minute 6 Rums 1:0 durch Moll, den defensiven Mittelfeldmann. Schöne Flanke und schönes Tor. Lübeck wollte sich nicht aufgeben, direkt in der 17. Minute die Antwort zum 1:1 im heimischen Stadion. Ein Hin und Her, ein Festival des Fußballs. Dressel unten, links und Dressel trifft nur den Torhüter. Willisch, und jetzt gucken Sie mal auf diese Kombination. Das hat Niveau, die Flanke auf Greilinger. 2:1 in der 30. Spielminute. 1860 macht das niveauvoll, macht das sehr, sehr gut. Klasse Zusammenspiel zum erneuten Führungstreffer. Und Lübeck, was halten die davon? Ja, die wollen den Ausgleich machen. 2:2, 36. Spielminute, ein Hin und Her, ein Wechselbad der Gefühle. Und wieder sind sie zurück und können sich zum Ausgleich kämpfen. Deichmann mit dem 2:2 steht hier komplett blank und kann Hiller überwinden. Freistoß nicht von Mike Giannoudopoulos getreten, jedoch richtig, richtig stark. Wir springen in Hälfte 2 und da ist Hebisch ganz frei und der Torhüter kann parieren. Wenn er den querlegt, ist das auf jeden Fall eine richtig gute Chance, genauso wie 1860 das die ganze Zeit vormacht. Wieder ein schöner Ball in die Mitte. Greilinger legt nochmal ab auf Dressel, der jetzt sein Tor macht. Vorhin die Chance vergeben. Hier steht er auch ganz, ganz blank am zweiten Pfosten und kann ihn reinmachen. Und 1860 hatte noch nicht genug. Was ist das denn bitteschön für ein geiler Spielzug? 2:4, 58. Spielminute. Ein irres Spiel, ein Wahnsinnsspiel, das einfach von 1860 dominiert wird. Die spielen hier ganz anderen Klassenfußball. Das ist keine dritte Liga mehr. Das ist ein Niveau, was man braucht. Was ein toller Pass, was eine tolle Annahme, Direktannahme und Tor. Eingewechselt wird für Talik jetzt Mike Giannoudopoulos in der 58. Spielminute. Der sollte nochmal ein bisschen Druck dahinter bringen. Da ist ein Glovu und der will wieder auf Giannoudopoulos legen, will dem Captain ein Tor gönnen. Hätte er natürlich aber selber machen müssen. Die Flanke nochmal rein auf den Glovu, aber den kann er nicht gut verwerten. Mölders mit der nächsten Chance, wieder schönes Kombinationsspiel zum 2:5. Wahnsinn, was hier passiert. Das ist unglaublich, was diese Mannschaft abliefert. Nach einer so schwachen Hinrunde unter den Erwartungen gespielt, jetzt sehr, sehr stark unterwegs. Sascha Mölders mit seinem nächsten Saisontreffer sehr schön gemacht. Und die hatten immer noch nicht genug. Nglovu auf Ngunu. 2:6, die Partie wird dominiert. Machtdemonstration von 1860 Münchens. Immer wieder die gefährlichen Flanken in den 5-Meter-Raum. Diesmal per Kopf vollendet. Und Lübeck gibt sich immer noch nicht geschlagen. Boland 3:6. Ein krankes Ergebnis, aber sie wollen immer noch einen draufsetzen. Das war's. 3:6 nach 93 Minuten. Mit 9 Toren verabschieden wir uns hier aus dem Spiel. Sie mussten heute auf Mike verzichten und konnten ihn nur am Ende einwechseln. Was ist der Hintergrund? Man hat nach dem letzten Training gemerkt, dass er eine kleine Pause braucht und nicht von Anfang an spielen konnte. Die Pause musste ich ihm gönnen und wir haben gesehen, dass das geklappt hat. Heute wurden Sie nur eingewechselt, dennoch ein toller Auftritt Ihrer Mannschaft. Wie haben Sie das empfunden? Ja, genau so. Der Auftritt, der war wirklich super. Also selbst vor meiner Einwechslung und natürlich auch danach. Ein überzeugendes Spiel und haben ein gutes Feuerwerk heute auch schon gezündet. Ja, ich war halt vom Training leicht angeschlagen, aber ich freue mich dann beim nächsten Spiel dann hoffentlich wieder von Anfang an mit dabei zu sein.
Wie erklären Sie sich die Heimschwäche, die sich in den letzten Spielen herauskristallisiert? Ich sehe da keine richtige Schwäche. Es ist so, dass natürlich die Gegner, die zu uns kommen, eine andere Herangehensweise haben als im heimischen Stadion und uns daher auch anpassen müssen. Unsere Stärken sind das Tempo und das können wir bei Ballbesitzfußball noch nicht gut genug ausnutzen. Die Fans sind langsam sehr traurig, zu Hause keine Siege zu sehen und verständlicherweise auch skeptisch, dass bei so vielen Heimpleiten nicht viel oben drinnen ist. Wir werden definitiv alles geben, um die Fans wieder glücklich zu stimmen. Und zudem sind wir uns natürlich selbstverständlich auch dessen bewusst, wenn hier noch etwas in Richtung oben gehen sollte, dann müssen wir solche Spiele natürlich auch gewinnen und uns da total reinhängen. Die dritte Liga präsentiert Magdeburg gegen 1860 München zu Hause und der Kapitän heißt in diesem Spiel wieder Mike Janodopoulos. Die Heimmiserie soll heute beendet werden, aber Mölders setzt den ersten Ball direkt neben das Tor. Magdeburg, keine schlechte Mannschaft, kommt direkt und Hiller kann den Ball parieren. Dann ist es Conte mit einer riesen Möglichkeit, den Musa querlegen. Dann ist das hier ein sicheres Tor. Das Tor sollte aber noch kommen. Hier die Chance und das Tor 1:0 in der 22. Minute. Schön kombiniert. Im 16-Meter-Raum zu viel Platz gelassen. Und damit ist es das 1:0, was hier an dieser Stelle verdient ist. Wir springen schon in Durchgang Nummer 2 und da kommt jetzt so langsam 1860 München. Mit der ersten Chance. Mölders fängt den Ball hier super ab und dann ist es Greilinger, der den Ausgleich macht. Ein bisschen aus dem Nichts, denn seit der ersten Chance von Mölders haben die Münchner Löwen nichts mehr erreichen können. Hier in der zweiten Hälfte einen guten Start erwischt und hier den Ball sehr, sehr wichtig abgefangen von Mölders auf Greilinger, der den dann unten ins Eck reinschiebt. Und so geht das Ganze weiter. Sascha Mölders mit einer Gelegenheit, aber das geht eher um einen eventuellen Foul-Elfmeter. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Via greift nicht ein. Strittiger Elfmeter. Er wird allerdings getroffen und die Berührung reicht aus, um den Elfmeter zu geben. Mike Janodopoulos verwandelt sicher. 2:1, Spiel gedreht im heimischen Stadion. Das ist für die Löwen aus München natürlich ganz, ganz wichtig, um diese Misere heute zu beenden. Doch Magdeburg, die geben nicht auf. Nummer 7 gegen Nummer 1, Hiller hat den Ball. Aber auch das sollte noch kurios werden, denn hier gibt es den nächsten Elfmeter. Auch der wieder strittig. Hier die Berührung definitiv klarer zu sehen. Nichtsdestotrotz ist das ein Zweikampf, den man auch so führen kann. Probiert hier den Ball einfach wegzugrätschen, trifft dabei leicht den Magdeburger Spieler, der sich ein bisschen abhebt. Jasula dann gegen Hiller und Hiller hält den Elfmeter. Wahnsinnig starke Parade, Jasula trifft nicht zum Ausgleich, der definitiv verdient gewesen wäre, lassen hier eine Riesenchance liegen. Nichtsdestotrotz wollen sie natürlich einfach weiter probieren und die nächste Chance sollte kommen. Der Ball hüpft durch die Gegend und wird super reingespielt auf Beck. 2:2 in der 86. Spielminute, alle Spieler am Boden. Ist es soweit, verspielen sie wieder den Heimsieg? Nein, 1860 wollte nochmal kommen, da ist Mike Janodopoulos und Greilinger. Das Tor ist leer, der Weg, die Tür ist offen und das ist die erneute Führung 3:2. Sie dürfen noch träumen. Allerdings nicht mehr lange, denn Magdeburg wollte nochmal und bekam eine Riesenchance. Temp. Wahnsinnsreflex, unglaublich stark gemacht von Hiller im Tor, den hier für seine Mannschaft noch auszukratzen. Und das sollte es gewesen sein, die Heimiserie ist damit gebrochen, der erste Heimsieg nach 4 Monaten für 1860. Sie sind in letzter Zeit sehr gut drauf, woran liegt das und wie können Sie das weiterführen? Wir überraschen die Gegner. Wir sind sehr gut im Spiel über die Außen und können mit viel Tempo die Abwehrreihe überwinden.
glaube nicht, dass wir das so schnell verlieren werden. Sie haben den Heimsieg gerade so einfahren können. Mit wie viel Selbstvertrauen geht man jetzt in ein Derby gegen Unterachingen? Ja, wir sind alle sehr froh. Das ist natürlich ein tolles Gefühl, dass wir es jetzt heute dann noch geschafft haben. Wir haben alle darauf gewartet und konnten das jetzt endlich erfüllen. Wir gehen mit viel Freude und Hoffnung ins Derby und kommen dann hoffentlich mit 3 Punkten raus. Unterhaching gegen 1860 München. Wieder ein Derby, was wir hier in der dritten Liga Ihnen präsentieren können. Formstarke Münchner Löwen, 1860 dreht richtig auf. Steinhardt auf Mölders und das 1:0. Nicht einmal 3 Minuten gespielt und schon Rappels in der Kiste. Richtig schön gespielt, wieder über die Außen in die Mitte geflankt und Mölders nickt nur noch ein zum 1:0. So muss man ein Derby spielen, wenn man es gewinnen will. Und das zeigt 1860 München in dieser Szene direkt nochmal. Janodopoulos sieht im Rücken immer noch Mölders, der spielt runter auf Dressel, 2:0. Allerdings hören wir einen Pfiff, Dressel regt sich natürlich auf, aber das hier war wohl abseits. Dann gibt es eine Chance für Unterhachingen in die Mitte auf Ströchert. Wahnsinnsrettungstat von dem Verteidiger und auf der anderen Seite Wahnsinnsfehler von Janodopoulos. Den muss er machen. 1860 aber trotzdem mit unglaublichem Tempo in diesem Spiel. Janodopoulos. Absolut verdientes 2:0 nach 22 Spielminuten. Die machen hier ein Feuerwerk vom Feinsten. Er verlädt den Torhüter komplett in die andere Ecke. Ganz stark gemacht, schöner Abschluss. Verdientes 2:0. Dann gibt es unschöne Bilder zu sehen. Ein verletzter Spieler Moll, der ZDM der Mannschaft, ein wichtiger Baustein, ist schwer verletzt. Er hat richtig, richtig Schmerzen. Das sieht man ihm an. Schwer für 1860 zu verkraften. Denkst du, die spielen direkt weiter. Janodopoulos Doppelpack. 37 Minuten und es steht schon 3:0 für 1860 und das Ganze mega hoch verdient. Wahnsinn, was die hier leisten. Eine Top-Mannschaft aktuell auf diesem Niveau. Doch das sollte sich in Halbzeit 2 wenden, denn da gibt es in der 67. Minute das 1:3 Anschlusstor durch Unterhaching. Die machen hier eine gute Partie. In der zweiten Hälfte kommt 1860 nicht mehr richtig zum Fassen und Hein macht hier sein Tor zum 1:3. Und 1860 weiter am Wackeln. Da ist Kraus und Hiller lenkt den Ball über das Tor. Weiter geht es nur in eine Richtung und da gibt es einen Pfiff zum Elfmeter für Unterhaching. Handspiel soll es gewesen sein. Auch das wieder eine strittige Szene, haben wir heute schon oft gesehen. Aus sehr, sehr kurzer Distanz wird Dressel hier angeschossen. Hebt den Arm natürlich ein bisschen, kann man geben, muss man aber nicht. Vom Elfmeterpunkt Strohengel gegen Hiller. Hiller, der Elfmeter-Killer, nicht mehr zur Stelle am heutigen Derby. 78. Spielminute. 2:3 und jetzt sind sie dran. Jetzt könnte was möglich sein für Unterhaching, wenn 1860 das jetzt nicht wieder in den Griff bekommt. Allerdings spielen sie das gut runter und können immerhin 2:3 gewinnen. Schönes Spiel, schönes Derby, Wahnsinnsfeuerwerk in der ersten Halbzeit. Verdient gewonnen. Also übernächsten Monat treffe ich mich wahrscheinlich mit Flo. Aber was mache ich nächsten Monat? Konzentriere ich mich da aufs Training? Oder treffe ich mich lieber mit Jan, meinem Bruder, und wir tauschen uns ein bisschen aus? Ja, die Frage gebe ich wieder weiter an euch. Ihr könnt jetzt abstimmen. Entweder mache ich viel Training in der nächsten Folge und konzentriere mich darauf, besser zu werden, für vielleicht dann ja auch einen späteren Wechsel, da muss man ja dann gut sein. Oder ich treffe mich mit Jan und wir machen ein paar coole Freizeitsachen und haben dann einfach Spaß zusammen, tauschen uns ein bisschen aus und
dann bleibe ich mal bei meiner 70. Ich bin ja gar kein schlechter Spieler. Also, das sind die Möglichkeiten. Stimmt gerne ab. Lasst ansonsten auch ein Abo da und eine Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und schaut unbedingt auch bei Jan vorbei. Dem sein Story-Video ist natürlich heute auch gekommen. Rechts oben beim i verlinkt. Ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten, dann nächste Woche, Freitag 18 Uhr. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao.